Hallo Freunde, willkommen zu einem neuen Video. Vielleicht habt ihr ein Thumbnail gesehen oder einen Titel gelesen. Heute werde ich euch eine Seite zeigen, die ihr aus China Fake-Sachen bestellen könnt. Viele kennen es, also mein Kanal wurde ja gelöscht und meine alten Fans sind ja auch hier eigentlich. Meiste Fans kennen es. Was heißt Fans? Meine Familie. Auf jeden Fall. Also die Seite heißt DHgate. Da könnt ihr eigentlich alles finden. Ich zeige euch in diesem Video, wie man die Sachen findet, wie man die bestellt, mit was man bezahlen kann. Also allererstens starte ich den Screen Recording und fangen wir an. Auf jeden Fall, wir sind jetzt in der HG drin. Ihr müsst so denken, wenn ihr jetzt eine Louis Vuitton Tasche bestellen wollt, müsst ihr einfach LF hinschreiben. LF und Englisch, LF Bag oder so. Oder Designer Bag. Wenn ihr jetzt eine Trikot bestellen wollt, dann schreibt ihr einfach Mannschaftsname, zum Beispiel Real Madrid. Dann schreibt ihr einfach Real Madrid, dann bekommt ihr die Trikots. Zum Beispiel einfach die Modelle hinschreiben. Ah, Auto kommt, perfekt. Einfach die Modelle schreiben. Also zum Beispiel Burberry Jacke. Aber da steht ja Burberry, keine Ahnung, Burberry Sucuk. Modell Sucuk oder so. Dann schreibt ihr kein Burberry, schreibt ihr einfach Sucuk Jacke und das reicht schon. Ich hoffe, ihr habt es verstanden, was ich meine. Jetzt gehen wir oben auf der Sucheleiste. Ich habe ein paar Sachen auf jeden Fall gesucht, zum Beispiel T1, auch bei den Schuhen. Zum Beispiel beim Balenciaga, wie heißt die Schuhe? Triple S. Dann schreibt ihr einfach Triple S. Ich zeige euch einfach. Triple S. Hier, wie ihr sehen könnt, da sind die ganze Triple S Schuhe da. Ihr könnt jetzt zum Beispiel, zeige ich euch jetzt, wie man jetzt eine Schuhe bestellt. Ihr geht jetzt auf jeden Fall hier drauf. Freiburger Tor geschossen. Wie ihr sehen könnt, ihr seht die Modelle. Da seht ihr keine Zeichen. Da seht ihr keine Balenciaga Schrift oder keine Ahnung sonst was. Und ihr müsst so denken, dass die dürfen das nicht zeigen. Also die ganze Nike Zeichen und so weiter dürfen die nicht zeigen. Ihr geht einfach runter auf Bewertungen. Schaut mal, der hat die Bewertungen gelöscht. Deswegen könnt ihr auch nicht sehen, aber ihr könnt schon denken, dass es mit Balenciaga Schrift und so weiter kommt. Dann geht ihr auf Größe, Tabelle und so weiter. Das landet gerade. Wählt ihr die Größe, Euro-Größe oder US-Größe, denke ich mal. Also bei eurer Schuhe könnt ihr schon sehen, ob es US-Größe ist oder UK, oder EU-Größe ist. Hier ist zum Beispiel EU, wie ihr sehen könnt. Dann seht ihr die Modelle, ihr drückt so drauf, bisschen, bam, bam, hier. Zum Beispiel den. Da steht Versandkosten 18 Euro und 74 Euro Normalkosten, also es wird zusammenberechnet, es kommt auf so 90 Euro. Ihr geht dann auf Bestellung, zum Beispiel ich gehe mal weiter, ich weiß nicht, was passiert mit. Ich trinke mal 41, gehe mal weiter. Wie ihr sehen könnt, da steht Visa, ich habe mit Visa gewählt, oben ist meine Adresse, ich mache es natürlich weg. Ihr könnt auf jeden Fall dann einfach bezahlen drücken, ihr könnt mit Klarna bezahlen. PayPal leider könnt ihr nicht machen, ich weiß nicht warum. Aber Visa ist das Beste auf jeden Fall. Ihr könnt lieber mit Visa. Ja, zum Beispiel, wenn ihr jetzt, ich gehe jetzt von hier raus, zum Beispiel, ihr wollt, was sollen die bestellen, Adif? Eine Fußballtrikot, ganz kurz, zeige ich mal. Ich schreibe einfach hier Barcelona. Einfach. Barcelona, da kommt schon. Wie ihr sehen könnt, die ganzen Trikots. Da dürfen die auch die Nike-Zeichen und so weiter nicht zeigen, auf jeden Fall. Und diese ganze Patches, viele haben mich gefragt, beim Trikot, diese ganze Patches mit Champions League oder Liga und so weiter, ihr seht die Kreise hier, also bei den Farbe, Größe, Optionen, beim Farbe seht ihr die Größe, zum Beispiel diese Kreis, irgendwie ladet es gerade nicht, hier, wie ihr sehen könnt, diese Kreis hier unten rechts, es ist Champions League Zeichen, also wenn ihr das wählt, dann könnt ihr Champions League, dann kommt es natürlich mit Champions League Zeichen oder mit UEFA Zeichen, ganz einfach. Zum Beispiel, alle, was sollen die noch bestellen? Die Leute, also die Jugend zurzeit bestellen nur Westen, denke ich mal, oder Adif? Mhm. Ich schreibe mal Weste einfach. Ich schreibe einfach Designerweste. Ich schreibe jetzt einfach Designerweste. Wie ihr sehen könnt, da kommt schon viele. Moncler kommt auf jeden Fall. Man erkennt schon direkt, dass es Moncler ist. Hier oben rechts ist eine North Face. Man erkennt es auf jeden Fall. Zum Beispiel, wir gehen auf diese 28 Euro drauf. Hier, wie ihr sehen könnt, die ganzen Farben sind da auf jeden Fall. Aber ich weiß nicht, ob es Moncler ist. Ja, es ist Moncler. Ihr könnt dann wählen hier. Einfach mal bestellen.
28 Euro ist nix, wie ihr sehen könnt. Hier haben die auch ein paar Bilder hochgeladen. Da steht zum Beispiel Fashion und so weiter. Der ist leider nicht so überragend gut. Für 80 Euro, für 30 Euro muss man ja auch nicht viel erwarten. Ja, das ist ganz einfach. Hier sind die Kanada Goose, die haben irgendwie Zeichen draufgeklatscht. Aber ihr könnt ja bestellen. 60 Euro kann man ja machen. Ich würde es nicht machen, aber man kann es machen. Warte, was kann ich noch zeigen? Ich will noch was zeigen, aber ich weiß nicht was. Ich überlege kurz. Ich zeig mal jetzt eine Designertasche sozusagen. Eine Gucci-Tasche oder so. Also Jugend wollen ja die ganze Gucci-Taschen und so weiter. Man schreibt einfach Männer-Umhängetasche. Einfach. Manchmal, ihr könnt auch Designer-Bag oder so schreiben, aber ich schreibe einfach Männer-Umhängetasche. Wie ihr sehen könnt, da kommen schon viele. Louis Vuitton kommt da, diese ganze Gucci, diese Prada. Man erkennt ja direkt, ob welche Marke das ist. Prada zum Beispiel, das ist mit kleinem Kreis da rechts. Ja, das ist diese Goyard. Man erkennt die Marken auf jeden Fall. Goyard. Wisst ihr, was ich meine? Da muss nicht diese Nike-Zeichen und so weiter drauf sein. Oder Louis Vuitton oder MCM-Zeichen. Wisst ihr, was ich meine? Hier Prada und so weiter. Ihr könnt alle bestellen. Aber es gibt halt manchmal Zollprobleme. Aber beim Taschen könnt ihr ruhig machen. Es ist selten, dass es solche Probleme gibt. Ja, das war's auch mit dem Video. Abonniert meinen Kanal, liked dem Video, folgt mich auf Instagram, folgt Arif auf Instagram. Das war's auch mit dem Video. Links in der Beschreibung. Ciao.